Die Rentenerhöhung 2024 wird pünktlich kommen. Die Rentenwertbestimmungsverordnung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht. Am 1.7. tritt die Rentenerhöhung 2024 pünktlich 0 Uhr in Kraft. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ja, wir freuen uns alle und wir unterhalten uns natürlich auch alle, also zumindest viele, die ich kenne, ältere Leute. Am 1.7. gibt es mehr Rente. Die Renten steigen 4,57%. Für alle ist das natürlich ganz klar und logisch. Wenn der Gesetzgeber das versprochen hat, dann soll es so sein. Aber meine Damen und Herren, Sie wissen, wir sind oder ich bin Jurist und als Jurist muss ich natürlich immer gucken, ist das auch ordnungsgemäß umgesetzt? Haben Sie 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem 1.7.2024 einen individuellen Anspruch auf diese Erhöhung? Meine Damen und Herren, das ist nämlich das Entscheidende und nicht das, was der Knöppel da im Internet verkündet oder irgendjemand anders auf ARD und ZDF. Nein, wir brauchen eine Rechtsgrundlage, also ein Gesetz, eine formelle Grundlage dafür, dass Sie gegenüber der Rentenversicherung dann auch gegebenenfalls, wenn es nicht klappen sollte mit der Rentenerhöhung, Ihren Anspruch auf diese 4,57% mehr Rente durchsetzen können. Ja, meine Damen und Herren, und diese Rechtsgrundlage ist da, sie ist veröffentlicht und zwar ich lese es gerade hier im Bundesgesetzblatt, ausgegeben zu Bonn am 19. Juni 2024 und zwar in der 104, also Nummer 194, Teil 1 des Bundesgesetzblattes. Bitte geben Sie das so im Internet ein. Bundesgesetzblatt Teil 1 2024, Nummer 194 vom 19. Juni 2024. Und dort, meine Damen und Herren, ist die Verordnung zur Bestimmung des Rentenwertes in der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Bestimmung weiterer Werte zum 1. Juli 2024, Klammer auf, Rentenwertbestimmungsverordnung 2024, Bindestrich in der Abkürzung RW Best V 2024 veröffentlicht. Und das Interessante für Sie dort aus dieser Verordnung, die wirklich nur auf zwei Seiten abgedruckt ist, da steht ein Paragraph 6 in Kraft treten und da steht ganz klar drin, die Verordnung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. Das heißt, meine Damen und Herren, am heutigen Tage, am 28. Juni 2024. Das Video wird heute noch im Internet oder auf YouTube veröffentlicht. Ist diese Verordnung noch gar nicht in Kraft getreten? Das heißt also, Sie alle, die 21 Millionen Rentnerinnen in Deutschland, haben an sich gar keinen Anspruch auf diese Rentenerhöhung. Also zumindest nicht heute am 28.06.2024. Kurioserweise, meine Damen und Herren, das ist wirklich sehr kurios, bekommen ja heute am 28.06.2024 einige Millionen Rentnerinnen und Rentner ihre Rente vorschüssig für den Monat Juli gezahlt. Und da ist die erhöhte Rente ja schon mit drin, ne? Das heißt also, die haben ja einen Anspruch auf die Juli-Rente und die Rentenversicherung hat natürlich schon die erhöhte Rente für den Juli sicherlich berechnet. Alles andere würde mich wundern. Aber im Grundsatz tritt die Rentenwertbestimmungsverordnung 2024 erst zum 1.7.2024 in Kraft. Aber sie ist schon im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das heißt also, die erste große formelle Hürde ist gelegt und Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen. Ich will Ihnen keine Angst und Bange machen. Der Gesetzgeber wird diese Verordnung nicht mehr zurücknehmen. Dann bräuchte er ein Aufhebungsgesetz und ich glaube, dann würde hier in Deutschland die Luft brennen. Warm ist es ja wirklich schon draußen. Wir werden heute am Freitag, den 28.06., wieder einen sehr, sehr heißen Tag in Deutschland erleben. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein als kurze Information für Sie. Die Rentenwertbestimmungsverordnung tritt zum 1.7.2024 in Kraft. Sie ist veröffentlicht im Bundesanzeiger. Ich habe es Ihnen gesagt. Bitte einfach mal nachschauen noch im Video. Ich werde die entsprechende Fundstelle dazu noch verlinken. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und der Rentenerhöhung 2024 alles, alles Gute. Genießen Sie vielleicht auch mal das schöne Wochenende und einen wunderbaren Samstag, den 29.06. als Fußballtag, Achtelfinale.
der Europameisterschaft. Ich freue mich drauf. Deutschland gegen Dänemark. Es wird sicherlich ein ganz heißes Spiel. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.